Gott ist so gut. Richtig schön, dass ihr heute da seid, dass du heute da bist zu diesem Gottesdienst, zu unserem ersten Freiluft-Gottesdienst. Wobei Freiluft ist es nicht das erste Mal, aber das erste Mal hier wieder auf dem Parkplatz. Richtig schön, dass ihr heute da seid. Mein Name ist Joshua Dufner. Ich darf heute predigen und ich habe uns eine spannende Bibelstelle mitgebracht. Aber davor will ich mir noch einen ganz kurzen Moment nehmen. Die Julia hat schon gesagt, um nochmal kurz was zu den Knights of Hope zu sagen. Vielleicht hat sich der eine auch gefragt, warum wir jetzt einen eigenen Gottesdienst machen. Und ich habe wirklich so gemerkt, wir haben gemerkt, diese ganze Knights of Hope, diese ganze Evangelisationskampagne, alles, was da stattfindet, hat wirklich so das Potenzial, auch Dinge aufzuwühlen, dass da Fragen aufkommen, dass da vielleicht auch manchmal Enttäuschung da ist, Frust, Fragen, irgendwie Unklarheit. Und deswegen ist es, glaube ich, cool, da nochmal was dazu zu sagen. Die Knights of Hope, alles, was da stattfindet, hat wirklich so dieses Anliegen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen und seine und Hoffnung in ihm finden, Frieden in ihm finden, in ihm Rettung finden. Das ist so wirklich so dieses Anliegen von diesen Knights of Hope. Und wo wir einfach sagen, hey, das ist doch genau die gute Absicht, oder? Die wir ja teilen, wo wir uns dahinter stellen wollen. Und in diesem Kern sind diese Knights of Hope wirklich eine coole Sache. Dann ist es auf der anderen Seite so, es sind viele Gemeinden dabei, die ganz unterschiedlich sind. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo man manchmal Dinge unterschiedlich bewertet, Dinge unterschiedlich macht. Aber im Kern haben alle Gemeinden, die dabei sind, das gleiche Ziel, nämlich dass Menschen zu Jesus finden. Und deswegen haben auch wir als KL4 gesagt, wir wollen da mit dabei sein, wir stellen uns dahinter, wir sind da mit dabei, wir unterstützen das. Es gibt auch Einzelne in der Gemeinde, die da aktiv auch in der Vorbereitung mit unterstützt haben. Und so stehen wir dazu, zu den Knights of Hope. Und diesen Gottesdienst heute machen wir einfach, weil wir gesagt haben, hey, wir hatten die letzten Wochen so viel Specials, so viel coole Highlights. Vor 3 Wochen hatten wir die Gemeindefreizeit, wo einige dabei waren, wo einige auch nicht dabei waren. Vor 2 Wochen hatten wir dann einen gemeinsamen Gottesdienst mit der Gnadenkirche und der Lieben Zeller Gemeinschaft. Letzte Woche hatten wir auch einen Gottesdienst auf den Bertholdshöfen. Da haben wir dran gedacht und es gefeiert, dass unsere Rangerarbeit schon 25 Jahre alt ist. Richtig coole Sache. Und so war es uns einfach wichtig, dass wir heute zusammenkommen, mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, dass wir gemeinsam als KL4 Gott anbeten. So cool. Deswegen eben jetzt heute der Gottesdienst. So viel zu den Knights of Hope. Und ich kann wirklich nur dafür werben, heute Mittag und auch heute Abend vor Ort damit dabei zu sein. Genau, so viel dazu. Jetzt möchte ich in die Predigt reinstarten und ich möchte so ein bisschen anknüpfen auf das, was auch teilweise auf der Gemeindefreizeit stattfand. Wir hatten eine Zeit, wo wir Gesprächsgruppen haben, wo wir uns gemeinsam darüber ausgetauscht haben, hey, wie können wir in unserer Lebensphase Jüngerschaft leben, wie können wir Nachfolge leben, wie können wir Christsein leben, wie können wir in der Lebenssituation, in der wir uns befinden, Jesus nachfolgen mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen. Und dort sind viele Diskussionen entstanden, viele Fragen und viele Gespräche, die da auch entstanden sind. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, hey, wir möchten da dranbleiben. Da wird auf jeden Fall nochmal ein Follow-up dazu kommen, eine Nacharbeit, wo wir einfach diese Themen nochmal weiter verfolgen. Und ich habe gedacht, ich möchte mit dieser Predigt aber da ein bisschen dran anknüpfen. Und da habe ich euch eine spannende Bibelstelle mitgebracht. Und wir werden heute ausschließlich an Matthäus 6 dran sein. Also wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du die Bibel gerne aufschlagen. Matthäus Kapitel 6. Wir werden da von den Versen 19 bis Vers 33 einfach durchgehend dranbleiben. Wir werden nicht woanders hinspringen. Wir sind die ganze Zeit bei dieser Sinneinheit, bei diesen Versen. Von dem her, es kann sich lohnen, eine Bibel dabei zu haben und sie aufzuschlagen. Und der Vers, auf den ich so ein bisschen hinarbeiten möchte, ist der letzte Vers. Matthäus 6, Vers 33. Und den möchte ich euch jetzt einfach kurz vorlesen. Und dann werden wir uns ein bisschen den Weg dahin anschauen, wie es zu diesem Vers kommt. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Worum geht es hier? Warum spricht Jesus darüber? Wo steht der Mensch, der das gerade hört? Wo stehen die Jünger, die das gerade hören, die Leute, die ihm das zuhören? Wie ist die Situation? In welche Situation spricht Jesus hier rein? Und da möchte ich ein bisschen den Weg hin erklären, wie es zu dieser Situation kommt. Ich glaube, dass der Mensch für die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes geschaffen ist. Ich glaube, der Mensch ist für
die Gegenwart Gottes geschafft, für die Beziehung, für das Beisammensein mit Gott, für den Zustand, den wir ganz am Anfang der Bibel finden. Wir lesen dort, dass die Menschen Adam und Eva im sogenannten Paradies sind und dort leben sie in völliger Gemeinschaft bei Gott, in Gemeinschaft mit Gott. Und für diesen Setting, für dieses Umfeld, für diesen Ort wurde der Mensch geschaffen. Also die Ewigkeit bei Gott ist das eigentliche Zuhause des Menschen, ist das eigentliche Zuhause von uns. Dafür wurden wir geschaffen. Wir wissen aber, wenn wir in der Bibel weiterlesen, so blieb es nicht immer. Der Mensch hat dieses Setting, diesen Ort verlassen müssen. Warum? Weil der Mensch gegen Gott rebelliert hat. Und wir kennen die Geschichte, dort gab es einen Baum mit einer Frucht und diese Frucht war nur für Gott bestimmt. Also der Mensch, der hatte eine Fülle an Nahrung, Fülle an allem, was er gebraucht hat. Alle seine Bedürfnisse, Sehnsüchte waren dort gestillt. Ihm ging es super gut, er hatte nichts zu beklagen, der Mensch. Aber es gab einen Baum, eine Frucht, die war für Gott bestimmt. Und ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wir haben ja kleine Kinder und die lieben einfach Süßigkeiten. Ja, das ist ja völlig verständlich. Wir Erwachsene ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind. Aber die Kinder ganz besonders. Und manchmal ist es doch so, wenn man sich das so vorstellt, die Kinder haben eine Kiste, eine Schublade oder irgendwas voll mit Süßigkeiten. Alles, was sie haben wollen, alles, was ihr Herz begehrt, ist da drin. Und sie können sich jederzeit nehmen. Ja, das ist jetzt kein Erziehungstipp von mir, aber lasst uns das mal vorstellen, dass es so ist. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt noch eine Schublade. Da ist eine Tafel Schokolade drin. Eine Kleinigkeit. In der Kinderkiste ist haufenweise Schokolade drin. Aber dann gibt es noch mal eine Tafel Schokolade. Da sagen die Eltern, hey, die Schokolade, die ist für uns, okay? Das könnt ihr haben, aber diese Tafel Schokolade, die ist für uns. Die ist für uns bestimmt, die ist nicht für dich bestimmt. Was wollen die Kinder essen? Natürlich genau diese eine Schokolade, die für die Eltern bestimmt waren, obwohl sie alles haben. Und so stelle ich mir das manchmal so vor mit diesem Baum, dass Gott eine Fülle an schönen Dingen für die Menschen vorbereitet hat. Aber es gab eine Sache, die war eben für Gott bestimmt. Und wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Die Schlange, die kommt zu den Menschen und sagt, hey, guck mal, ist Gott wirklich gut? Meint Gott wirklich gut mit euch? Da gibt es diese eine Frucht und ist doch schon ein bisschen blöd, dass Gott die für sich behalten möchte. Komm, jetzt esst mal davon. Weil wenn ihr die esst, dann werdet ihr unterscheiden können, was gut und böse ist. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und der Mensch fängt an, sich zu fragen, hey, gibt es da Dinge, die Gott mir vorenthält? Meint Gott wirklich gut mit mir? Ist es vielleicht nicht doch besser, wenn ich mich allein darum kümmere, dass ich das bekomme, was ich brauche? Wenn ich alleine für meine Bedürfnisse still. Und so hat der Mensch gegessen von dieser Frucht, die nur für Gott bestimmt war und nicht für den Menschen. Und der Kern von dieser Tat war Selbstbezogenheit, Stolz, Arroganz, Egoismus. Der Mensch wollte selbst der Gott seines Lebens sein, wollte selbst der Herr seines Lebens sein. Und weil der Mensch sich in diesem Moment selbst erhöhen wollte, wurde die völlige Gemeinschaft, dieser Ort mit Gott und den Menschen, wo sie in Gemeinschaft zusammengelebt haben, einfach zerstört. Gott und der Mensch mussten auseinandergehen, weil der Mensch selbst Gott spielen wollte. Und nachdem der Mensch es gewohnt war, in der Gegenwart Gottes zu leben, war Gott auf einmal weg. Gott hat seine Gegenwart entziehen müssen. Der Mensch war plötzlich alleine da. Er war plötzlich nicht mehr an diesem Ort, zu dem er eigentlich gemacht worden ist, zu dem er eigentlich geschaffen worden ist, wo er eigentlich zu Hause ist. Und hier entstand wie so ein Loch im Herzen des Menschen. Es entstand wie so eine Leere im Herzen der Menschen. Und deswegen sehnt sich seitdem jeder Mensch nach Dingen, hat Bedürfnisse, hat Sehnsüchte, die wir in dieser Welt nicht erfüllen können. Weil wir ein Loch haben in unserem Herzen, das nur mit der Ewigkeit in der Gegenwart Gottes gefüllt werden kann. Jeder Mensch weiß innerlich, dass es da doch irgendwas geben muss, dass es doch irgendwas Größeres geben muss, nachdem ich eine Sehnsucht habe, nachdem ich ein Bedürfnis habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zum Beispiel nachts den wunderschönen Sternenhimmel anschaut und wir dann doch in diesem Moment irgendwie so erahnen, hey, da muss es doch etwas Großes geben, etwas Wunderschönes, etwas, das dieser Sehnsucht in mir entspricht, dass diesem Bedürfnis in mir nach Schönheit, nach Geborgenheit, nach einem tiefen Frieden entspricht. Da muss es doch etwas geben. Lasst uns mal vorstellen, da vorne auf dem Parkplatz würde ein UFO landen mit einem Außerirdischen.
Lass uns das mal vorstellen. Und nein, die Message von meiner Predigt ist nicht, dass es Außerirdische gibt. Nehmt bitte andere Sachen mit, das ist nicht mein Punkt. Aber lasst uns einfach mal diesen Vergleich vorstellen. Lasst uns mal vorstellen, da drüben landet ein Außerirdischer und er steigt auf, steigt aus, kommt hierher und sagt, hey, ich habe Durst. Ich brauche was zu trinken. Was machen wir? Wir geben ihm natürlich was zu trinken. Wir stillen sein Bedürfnis. Aber was ist die logische Konsequenz, die Schlussfolgerung daraus? Da, wo er herkommt, muss es Wasser geben, muss es etwas zu trinken geben, muss es etwas geben, das dieses Bedürfnis, das er in seinem eigenen Zuhause und auch hier hat, stillt. In seinem eigenen Zuhause muss es etwas geben, das dieses Bedürfnis stillt. Wie komisch wäre es, wenn er hierher kommt und sagt, ich habe Durst nach Wasser, aber da, wo er eigentlich herkommt, gibt es gar kein Wasser, das würde gar keinen Sinn ergeben. Und so stelle ich mir das manchmal auch so vor, dass in unserem eigenen Zuhause gibt es Dinge, die unser Bedürfnis stillen. Gibt es diese völlige Gegenwart Gottes? Gibt es diese Dinge, die unserem Loch im Herzen füllen, wo jetzt aber hier in unserer derzeitigen Zeit hier auf der Welt einfach ein Bedürfnis da ist, das hier nicht gestillt werden kann? Und in diesem Setting spricht Jesus diese Bibelstelle rein, dass die Jünger ganz normale Menschen sind, wie wir auch, die Bedürfnisse haben, die Sehnsüchte haben. Und Jesus spricht dann in das Leben zu diesen Menschen rein. Und er spricht von den Versen 19 bis 33, spricht er im Prinzip mit verschiedenen Bildern, verschiedenen Beispielen. Er spricht aber über die gleiche Sache. Er spricht nämlich darüber, dass der Mensch zwei Möglichkeiten hat, damit umzugehen, mit dieser Situation. Er hat zwei Möglichkeiten, sich zu investieren. Er spricht von Schätzen hier auf der Erde. Und er spricht von Schätzen im Himmel. Er spricht davon, dass wir uns dem sogenannten Mammon, also damit ist Reichtum und Wohlstand und einfach dieses irdische Materielle gemeint ist, dass wir uns dem hingeben können oder dass wir uns Gottes Reich hingeben können. Er spricht davon, dass es Menschen gibt, die Gott nicht kennen. Und er spricht davon, dass es Menschen gibt, die Kinder des himmlischen Vaters sind. Er spricht davon, dass es Dinge hier auf dieser Erde gibt, die endlich sind, die einfach an diese Erde, an diese Welt gebunden sind. Und er spricht davon, dass es Dinge gibt, die zur Ewigkeit gehören, die ewig bestehen werden. Er spricht von zwei Möglichkeiten, wie man sein Leben gestalten kann in diesem ganzen Setting, dass wir bedürftig sind, dass wir Bedürfnisse haben. Zwei Möglichkeiten, dieses Loch in unserem Herzen zu füllen. Und ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, hey, ich möchte ein Gefühl der Erfüllung dadurch bekommen, dass ich möglichst viel in meine Karriere investiere. Dass ich möglichst viel Zeit daran investiere, meinem eigenen Hobby nachzugehen. Dass ich möglichst viel Zeit damit verbringe, Sport zu machen, Fitness zu machen. Dass ich möglichst viel Zeit damit verbringe, möglichst gut zu essen, dass ich möglichst viel Urlaub mache. Ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, womit du versuchst, ein Gefühl des Erfülltseins zu bekommen. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, das weißt du besser als ich. Aber was ich weiß ist, dass wenn diese eine Sache nicht zum Reich Gottes gehört und dass wenn diese Sache nicht dem Willen von Gott entspricht und nicht zu dem gehört, was Gott sich für uns vorbereitet hat, dann wird es unserem Leben langfristig keinen Wert hinzugeben. Es wird uns vielleicht in einzelnen Momenten ein gutes Gefühl geben. Es wird sich vielleicht gut und schön und einfach und erfüllend anfühlen, aber es wird uns langfristig vielleicht keinen wirklichen, beständigen, ewigen Wert in unserem Leben hinzufügen. Nur weil sich eine Sache gut und schön und einfach und angenehm anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich gut und richtig ist. Und nur weil sich eine Sache manchmal unangenehm und schwer und herausfordernd anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist, das zu tun. Und ich glaube, wir müssen das in der heutigen Gesellschaft wieder neu betonen, wieder neu lernen, dass nur weil sich etwas gut anfühlt und nur weil uns eine Sache ein Gefühl von Erfüllung und Achtsamkeit und was weiß ich gibt, dass es noch lange nicht immer zwangsläufig richtig ist. Nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es wirklich wertvoll ist. In Matthäus 6, Vers 19, da spricht Jesus auch, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Also wir sehen hier, dass es Dinge gibt, in die wir unser Herz reingeben können, in die wir uns investieren können, die einfach keinen Bestand haben werden, weil sie zu dieser Erde hier gehören. Alles Weltliche, das uns zu einem Reichtum wird,
kann unserem Leben nicht wirklich einen Wert hinzugeben und hat keinen Bestand. Es wird uns vielleicht ein Gefühl der Erfüllung geben, aber es wird uns langfristig nicht wirklich erfüllen. Es wird dieses Loch, das wir in unserem Herzen haben, nicht wirklich füllen. Warum? Weil nur die Gegenwart Gottes, die ewige Gegenwart bei Gott, in Gottes Gemeinschaft, dieses Loch füllen kann. Und irgendwann, wenn wir wieder in unserer himmlischen Heimat sind, bei Gott, dann werden wir sehen, dass all diese Dinge, die nicht zu seinem Reich gehören, wirklich keine Relevanz mehr haben, nicht mehr wichtig sind, keinen Wert mehr haben. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, hey, welche Dinge von denen, die du letzte Woche getan hast, haben wirklich einen Ewigkeitswert? Welche Dinge, in die du dich letzte Woche, in den letzten Tagen, in letzter Zeit, bisher in deinem Leben investiert haben wirklich einen Ewigkeitswert, haben wirklich eine Relevanz, würden wirklich eine Rolle in der Ewigkeit bei Gott verbringen. Und egal, was du letzte Woche so getan hast, ich weiß es nicht, aber wenn es nicht für das Reich Gottes war, dann wird es keinen ewigen Bestand und keine Relevanz haben. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Das finden wir dann in Vers 24, Matthäus 6, Vers 24. Da spricht er, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz ins Einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Reichtum. Wir können nicht Gott dienen und zugleich dem Reichtum, dem Materiellen, den irdischen Dingen hier auf dieser Welt. Wir können nicht Montag bis Samstag für das weltliche leben und sagen, hey, die Welt ist mein Herr, ich mache das, was die Welt sagt. Und dann Sonntag sagen, Jesus ist mein Herr. Wir können nicht sagen, wir können nicht für das weltliche leben und gleichzeitig sagen, Jesus ist mein Herr. Natürlich können wir das sagen, das funktioniert rein technisch, aber das passt einfach nicht zusammen. Da gibt es noch Potenzial, da sind noch Dinge, die sich einfach noch entwickeln können. Und Jesus spricht über die Thematik. Warum macht er das? Weil er uns kennt, oder? Weil er dich und mich kennt, weil er dein Herz kennt und weil er mein Herz kennt und weil er weiß, dass wir Menschen dazu neigen, dieses Loch in unserem Herzen mit Dingen zu versuchen zu füllen, die zu dieser Welt gehören. Weil wir versuchen, mit irdischen, endlichen Dingen zu füllen, was eigentlich nur Gott in uns auffüllen kann. Und er macht deutlich, was es für Konsequenzen haben wird. Und das spricht er nicht als Warnung aus, als Bestrafung, sondern er sagt es, weil er uns so lieb hat, weil er so einen guten Plan für uns hat. Und er spricht davon, hey, wenn ihr euer Leben damit verbringt, nur in das Irdische zu investieren, nur Dinge, die nicht zum Reich Gottes gehören, dann wird es Konsequenzen haben, dann wird es Folgen haben. Und er spricht von Verlust, er spricht von Finsternis, er spricht von Verachtung, er spricht von Vergänglichkeit, von Verlust eben. Weil er sieht, hey, wir Menschen, wir neigen so dazu, unser Herz an Dinge zu hängen, die nicht wirklich einen Bestand haben werden der Ewigkeit. Und wenn wir das aber tun, dann wird das Konsequenzen haben. Und wie gesagt, sagt es Jesus nicht mit einem bösen Zeigefinger, sondern er sagt es, weil er uns liebt, weil er einen besseren Plan für uns hat, weil er uns einen besseren Vorschlag hat, weil er einen anderen Lifestyle für uns vorschlägt. Und deswegen hört Jesus hier auch nicht auf, sondern er geht weiter, weil er sagt, hey, schaut mal, ich habe einen Vorschlag für euch, ich habe einen guten Plan für euch. Und da lesen wir die Verse 25 bis 31. Deshalb, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euer Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich gekleidet, wird er sich da nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen, sagt Jesus, ihr Kleingläubigen. So bezeichnet er die Jünger, also den Leuten, denen er gerade das sagt, dass es die Möglichkeit gibt, sich in das Irdische zu investieren und in das Himmlische, in das, was zu Gott
gehört, dort, dass wir uns dort rein investieren. Zu den Menschen, denen er das sagt, sagt ihr, ihr Kleingläubigen. Er sagt sie, ihr seid kleingläubig und trotzdem sagt ihr, ihr seid Gott so wertvoll, dass er euch versorgen will. Er nennt sie wertvoll und gleichzeitig im kleinen Moment. Im gleichen Moment. Und das finde ich ist so eine schöne Zusage, dass dort, wo wir einen kleinen Glauben haben, dort, wo wir vielleicht Zweifel haben, dort, wo wir unseren eigenen Weg gehen, dort, wo wir vielleicht nicht völlig in dem leben, was Gott für uns vorbereitet hat, sogar in dem Moment, im Moment, wo unser Glauben am geringsten ist, wo wir vielleicht am weitesten entfernt sind von Gott, in diesem Moment sind wir kostbar für Gott, sind wir wertvoll für Gott. Wir müssen nicht erst zu einem großen Glaubensheld werden und dann sind wir kostbar in Gottes Augen. Wir müssen nicht erst alles für Gott tun und dann sind wir kostbar in Gottes Augen, sondern in dem Moment, wo wir uns für die falschen Dinge investieren, wo wir weit weg sind von Gott, wo wir einen kleinen Glauben haben, wo wir zweifeln, wo wir vielleicht kein Vertrauen mehr in Gott haben und uns selbst versorgen wollen, in dem Moment nennt Gott uns kostbar. Sind wir kostbar in Gottes Augen. Was für eine schöne Zusage. Und weil wir Gott so wertvoll sind, hey, da brauchen wir uns doch keine Sorgen machen. Da brauchen wir doch keine Angst haben, dass Gott uns irgendwelche Dinge vorenthält. Dass wir vielleicht besser dran sind, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Wenn wir uns selbst darum bemühen, dass wir alles bekommen, was wir meinen zu brauchen. Nein, wir dürfen darauf vertrauen, dass es Gott gut mit uns meint. Dass er alle Möglichkeiten hat. Dass er weiß, was wir brauchen. Dass er uns kennt und dass er uns alles geben wird, so wie es gut für uns ist. Und dann geht es weiter in Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, also den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß aber, dass ihr das alles braucht. Gott kennt uns. Gott kennt unser Herz. Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß, wo unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse sind. Und wir sind Kinder dieses guten, liebenden, himmlischen Vaters. Und jetzt dürfen wir auch anfangen, so zu leben, oder? Jetzt können wir ein Leben führen, das dem entspricht. Und hier kommen wir dann auch schon zu Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben werden. Wir sollen uns zuerst für das investieren, was zu Gott gehört. Wir sollen uns zuerst in Gottes Reich investieren. Die Frage ist, was ist das Gottesreich? Was gehört dazu? Was sind diese Dinge, von denen Jesus hier spricht? Gebet. Sich mit seinem Wort befassen. In seinem Wort lesen, Bibel lesen. Sich in sein Reich investieren. Sich in seine Gemeinde investieren. Dass wir im Glauben leben. Dass wir anfangen zu beten. Dass wir mit Glauben beten. Dass wir mit Glauben leben. Dass wir Menschen zu Jesus führen. Dass wir uns in Menschen investieren, dass wir anfangen, dafür zu gehen, dass andere Menschen in seine Gemeinde kommen, dass andere Menschen Jesus kennen und lieben lernen. Diese Dinge, eben all die Dinge, die Jesus getan hat. Diese Dinge, lasst uns hier einfach Vollgas geben und dann darauf vertrauen, wenn wir das an erste Stelle setzen, dann wird Gott uns versorgen in unserem Leben. Und das soll an unserer ersten Stelle stehen. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, dass überall da, wo uns ein Mangel entsteht in unserem Leben, dass Gott sagt, okay, schau mal, ich sehe dein Bemühen, ich sehe, dass du dich für mich investierst, dass du für mich Vollgas gibst, dass du für Menschen betest, dass du für Menschen da bist, dass du in meine Gemeinde dich investierst und ich sehe, dass da ein Mangel entsteht in deinem Leben und ich werde mich darum kümmern. Ich glaube wirklich, dass wenn wir Gott an erster Stelle setzen und wir deswegen vielleicht im ersten Moment befürchten, einen Mangel zu erleiden, zu erfahren in unserem Leben, dass dann Gott sagt, okay, hey, ich werde mich darum kümmern. Und ich habe das beste, feste Vertrauen darauf, dass Gott sich um mein Leben besser kümmern kann als ich selbst. Und ich glaube auch, dass Gott sich auch um dein Leben besser kümmern kann als du selbst. Lasst uns zuerst Vollgas geben fürs Reich Gottes. Und dass dort, dass wir wirklich den Glauben haben, dass dort, wo wir vielleicht durch den Einsatz in seiner Gemeinde ein Mangel entsteht, dass Gott uns da versorgen wird. Und ich möchte so langsam zum Abschluss kommen und die Band kann auch schon mal nach vorne kommen. Wir werden nachher nochmal ein Lied spielen. Ich glaube fest, ich habe da wirklich den Glauben für, dass wenn wir Gott an erster Stelle setzen, dass er uns in allen Bereichen versorgen wird, die ich ihm unterordne. Ich glaube, dass wenn ich
meine Finanzen Gott unterordne, dass er sich darum kümmern wird. Ich habe das fast feste Vertrauen, dass wenn ich meine Familie Gott unterordne, dass sich Gott um meine Familie kümmern wird. Ich glaube, dass wenn ich meine berufliche Karriere Gott unterordne, dass sich Gott darum kümmern wird, dass Gott sich in allen Bereichen meines Lebens um mich und meine Familie, um mein Haus kümmern wird, wenn ich sage, hey, ich möchte Vollgas geben, ich möchte Gott an erster Stelle setzen. Und deswegen, hey, lasst uns nicht so sein wie Adam und Eva, die Angst haben, dass Gott mir was vorenthält, dass ich besser dran bin, wenn ich mich um mich selbst kümmere und meinen eigenen Weg gehe, sondern lasst uns wirklich dieses Vertrauen haben, hey, ich möchte Gottes Reich an erster Stelle setzen. Und ich finde das so spannend, ich finde, das ist wirklich so eine Herausforderung in unserem Leben, oder? Und ich glaube, das fängt ganz früh an in unserem Leben, dass wir vielleicht sagen, hey, ich mache jetzt erstmal meinen Schulabschluss und dann gebe ich Vollgas für Gott. Oh, warte, jetzt muss ich ja studieren. Jetzt mache ich erstmal mein Studium oder meine Ausbildung, da investiere ich mich voll rein und dann setze ich Gott an erster Stelle. Und warte mal, jetzt fange ich ja an in der Arbeitswelt und da muss ich jetzt erstmal 2 Jahre Vollgas geben, dass ich da gut abgesichert bin. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich Gott an erster Stelle setzen. Aber warte mal, jetzt habe ich da einen tollen Menschen kennengelernt und wir wollen heiraten. Ja, wenn jetzt meine Ehe erstmal ein bisschen läuft, dann kann ich mich in Gott investieren. Und dann kommen die Kinder und dann sagen wir, hey, okay, jetzt erstmal Kinder und dann investiere ich mich in Gott. Und dann, oh, warte mal, jetzt bin ich ja am Höhepunkt meiner Karriere, da kann ich jetzt nicht auch einfach aufhören. Und irgendwann sind wir in der Rente. Und irgendwann schauen wir auf unser Leben zurück und denken, boah, ich hätte so viel mehr vertrauen dürfen auf Gott. Ich glaube, dass egal, wo du gerade stehst, egal, ob du jung bist oder alt, ich glaube, es ist nie aus menschlicher Sicht der richtige, perfekte Zeitpunkt, um Gott an erster Stelle zu setzen. Und deswegen glaube ich, dass egal, wo du gerade stehst, egal, wie dein Leben gerade aussieht, ich glaube, es ist die beste Entscheidung, Gott an erster Stelle zu setzen und dann das Vertrauen und den Glauben zu haben, hey, Gott wird mich versorgen. Gott wird sich um mein Leben, um meine Finanzen, um meine Familie, um mein Leben eben kümmern und zwar weit besser, als ich es selbst kann. Deswegen lass uns nicht da den gleichen Fehler machen wie Adam und Eva und selbst alles in die Hand nehmen, Dinge an uns reißen, die Gott vielleicht gar nicht für uns bestimmt hat, sondern lasst uns wirklich jeden Tag Gott neu fragen, Gott, du bist mein Herr, ich möchte aus dem leben, was du für mich vorbereitet hast und ich möchte dir vertrauen, dass wenn ich auf dich höre und das tue, was du sagst und dich an erster Stelle setze, dass du mein Leben bereichern wirst, dass du mich versorgen möchtest. Ich möchte zum Abschluss noch beten und dann werden wir noch ein Lied singen, wo es genau darum geht, dass wir Jesus nachfolgen möchten und ich möchte euch einladen, zu dem Lied aufzustehen und mit ganzem Herzen das neu vor Gott zu bekennen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und ich werde zum Abschluss noch beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du es gut mit uns meinst, dass du einen guten Weg für uns vorbereitet hast. Und Jesus, wir danken dir so sehr, dass dir nichts unmöglich ist, dass du alle Ressourcen hast. Und Jesus, wir wollen es einfach neu vor dir aussprechen, dass du an erster Stelle stehst. Und dass wir wirklich dieses Vertrauen und diesen Glauben haben, dass du uns versorgst. Und Jesus, wir möchten dir auch alles hingeben, was aktuell oder bisher vielleicht noch in der Priorität über dir stand. Wir wollen alles an dich abgeben und es einfach neu bekennen und aussprechen. Gott, du stehst an erster Stelle. Jesus, wir wollen dir nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Mit allem, was du uns anvertraut hast, wollen wir uns einfach in dein Reich, in deine Nachfolge investieren. Jesus, danke für deine Gnade, danke für deine Güte, danke für deine Liebe, danke, dass du es so gut mit uns meinst. Amen. Amen.